Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist gerade 4.30 Uhr, viel zu früh zum Aufstehen. Ich bin aufgeregt und das ist am Morgen gar nicht gut. Aber was soll's? Ich war jetzt gerade duschen und werde jetzt noch kurz ein Frühstück zu mir nehmen und dann geht's ab nach Frankfurt und ihr kommt mit. Tschüss, Haus, bis nächstes Jahr. So, kurze Pause in Würzburg und ein bisschen Energie tanken und dann geht's gleich weiter. Ich bin vor knapp 3 Stunden hier in Chicago O'Hare Airport angekommen. Der Flug war etwas gewöhnungsbedürftig, aber davon erzähle ich euch dann später mehr. Das Wetter ist, wie ihr vielleicht erkennen könnt, draußen verdammt warm. Es hat knapp 31 Grad hier und ich bin natürlich ein bisschen zu warm angezogen, aber was soll's. Mein nächster Flug geht jetzt um knapp 4 Stunden weiter nach Fort Wayne Airfield und da wird mich dann auch meine Gastfamilie abholen. Aber wenn ich dann heute Abend daheim bin, erzähle ich euch nochmal den Tag genau, denn es ist ziemlich viel, auch viel Unangenehmes passiert. Also bis später. Hallo Friends, nach knappen 24 Stunden bin ich dann gestern Abend endlich hier angekommen. Wir haben es jetzt gerade 5.28 Uhr, also 17.28 Uhr bei euch in Deutschland. Der Blog wird wahrscheinlich jetzt diesen Samstag online gehen, weil ich habe nur im Büro meines Gastdads Internet, weil wir hier direkt mitten in der Pampa wohnen und hier überhaupt kein Internet haben. Und deshalb gibt es den Blog dann immer ein bisschen verspätet. Aber jetzt zum Flug gestern. Also, was ich euch noch erzählen wollte, in Chicago war es leider zu laut und zu stressig, deshalb konnte ich da nicht mehr wirklich euch noch groß was erzählen. Ja, es war so, ich steige in Frankfurt in den Flug ein, ins Flugzeug und wer sitzt neben mir? Ein betrunkener Amerikaner. Der hat dann die ganze Zeit mir irgendwas davon erzählt, dass ich in Amerika unbedingt den Whisky probieren muss und ins Jack Daniels Museum hier gehen muss. Und dann bestellt er sich einen Whisky, guckt mich so an und kippt mir einfach komplett über die Hose und dann ist er eingepennt. Ja, also das war schön, vor allem, weil dann bei der Ankunft in Chicago und bei der Ankunft hier in Indiana meine Hose nach Whisky gerochen hat. Wirft schon mal ein gutes Bild gleich am Anfang auf alle. Aber was soll's, meine Gastfamilie fand es auch ganz witzig, ich hab's ihr gleich erzählt und dann hat es gepasst. Ja, in Chicago hatte ich dann 7 Stunden Aufenthalt, aber bin da nur rumgehetzt, weil das Gate irgendwie nicht gepasst hat und lauter so ein Zeug. Und dann verging die Zeit so wahnsinnig schnell. Und dann war es plötzlich schon 19.45 Uhr und dann war schon Boarding und dann war schon wieder Abflug und es war alles so stressig. Und ihr merkt es auch, ich bin verdammt müde, weil wir mussten heute früh schon um 7.30 Uhr aus dem Haus rausgehen und mich in der Highschool anmelden, weil es jetzt am Montag auch direkt losgeht mit der Highschool. Aber ich habe heute schon mal ein bisschen, ich war schon mal bei Walmart und ich war schon mal bei, nicht bei Taco Bell, aber bei so einem anderen Chicken Laden, also typisch amerikanisch, schon mal gelebt heute und es war schon mal wirklich ein Erlebnis. Wie die Stadt Shelbyville selbst aussieht, es gibt da übrigens auch Aldi, das fand ich ganz cool, zeige ich euch alles in den nächsten Vlogs, wenn ich da dann öfter bin und wenn ich da schon ein bisschen heimisch bin. Wenn man hier die Tür aufmacht, hat man rechts neben sich direkt das super gemütliche Bett. Also das ist wirklich faszinierend. Ich habe mich schon auf so ein hartes Hotelbett eingestellt, aber das ist wirklich wahnsinnig weich.
Hier auch mit dieser typischen amerikanischen Tagesdecke, die man hat. Da hinten habe ich noch zwei mehr Decken und da ist auch so ein kleiner Beistelltisch dabei. Hier ist auch mit ein paar Sachen von mir. Hier vor dem Bett ist noch ein Wecker und noch ein paar Erinnerungen von Freunden und so weiter. Und wenn wir hier rüber gucken, die typische amerikanische Stehlampe, der Sessel dazu, den ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Und dann hier so, da seht ihr mich auch, yo, es geht ab. Mein Kleiderschrank sozusagen, ein kleiner Teil davon. Ein großer Spiegel, kann ich mich schminken oder sonst was machen, keine Ahnung, für was ich den habe. Ich brauche eigentlich keinen Spiegel. Mein MacBook, auf dem ich dann auch gleich filmen werde, schneiden werde. Und meine Ladestation, das Ding gab es zum Glück im Walmart, weil das habe ich nämlich vergessen. Das liegt zwar ein bisschen verschmort, aber ich hoffe, das geht klar. So, und hier hinten noch, ganz luxuriös habe ich daheim nicht, ein, naja, zumindest halb begehbarer Kleiderschrank. Und hier unten mit meiner eigenen Laundry, die ich auch selber sauber machen muss. Ja, das ist mein Zimmer, hier werde ich die nächsten 10 Monate verbringen. Ich freue mich riesig drauf. Und damit Grüße an euch nach Deutschland, in mein geliebtes Frankenland und an den Rest der Welt. Ich liebe euch. Folgt mir auf infranken.de/fieber. Bleibt meinem Leben hier in Amerika treu. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Yannick. Haut raus. Tschüss.